Guten Abend, ihr lieben Leute. Oder soll ich euch eine Adventschitternchen singen? Ha? Wir sagen euch an den lieben Advent. Ist ja gut. Ich freue mich ja nur und bin in bester Adventsstimmung. In meiner Zeit hier in der Zelle konnte ich ja ein bisschen mehr Abendlandkultur aneignen. Und ich freue mich, dass die Genossinnen und Genossen in Deutschland auch Gefallen dran gefunden haben. Das geht sogar so weit, dass sie offenbar damit Pegida eine Gefallen machen wollten und sich an einem Weihnachtsaufzug beteiligen wollten. Gut, als Christkind zu gehen, wäre dann doch schon ein bisschen zu dick aufgetragen. Aber sie haben sich am Ende schutzhandesgemäß als deutsche christliche Weihnachtsmänner verkleidet, um gemeinsam ihre Spaziergang zu machen. Das war auch eine Botschaft an die muslimischen Sifilmänner von Penje. Ihr gehört hier nicht her. Nur die Sifilklatscher von der PKK und ihre hochteiligen Freunde. Die Genossen in Sur wollten ihren Genossen in Deutschland prompt nachmachen. Aber dort wollte nicht so richtig Weihnachtsstimmung einkehren. Weil die Adventskränze in Diyarbakır schon ausverkauft waren und die schlichten Gemüter von den Genossen, die dann nach München flogen, um Christkindlmarkt Nachschub zu holen, haben aber dann diese nichts gefunden, weil diese jetzt politisch korrekt Wintermarkt heißt. Und jetzt müssen sie, weil keine Grenze mehr in Diyarbakır mehr da sind, eine 500 Jahre alte Moschee anzünden, um doch noch ein bisschen Weihnachtsstimmung hochzubringen. Dabei dann auch noch, weil es die bleierne Moschee war, auch noch ein bisschen Blei von ihren Gewehrläufen loswerden, als die Polizei und ihr Feuerwehr kam. Böse Zungen hatten ja behauptet, seitdem es diese Daesh gibt, PKK nicht mehr als Terrorgruppe ernst nehmen würde. Sogar Claudia Roth und Huchtel konnten die PKK in Deutschland als karitativen Verein verkaufen. Das konnten dann doch nicht die Genossen auf sich sitzen lassen und haben deutlich gemacht. Was ISIS, Taliban oder Boko Haram können, können wir schon lange. Da die neuen Bilderstürmer der Neuzeit die Protestanten waren, haben sie auch auf diese Weise der christlichen Abendlandkultur die Ehre gegeben. Ich muss doch sehr um Ruhe bitten. Ja, ich mach ja schon. Zum Schluss noch eine gute Nacht und Feliz Navidad. Nein, 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 nein. Feliz Navidad. Nein, 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 nein. Feliz Navidad. Dirin daran dirin. Naran darida. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Hey, Aposch, jetzt reicht's. Schalt den Fernseher aus und ab ins Bett.